Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Live. Es geht weiter im Einkaufszentrum Wimmelbild. Mal schauen, ob ich hier auch genug Licht habe. Aha, fast. Oh, ist mein Stift überhaupt an? Ah ja, ist. Okay, cool. Erstmal richtige Farbe auswählen. Oh nein, schwarz. Richtiger Stift? Nein. Aha, habe ich direkt erkannt. Okay, cool. Und weiter geht's. Und hier sind schon die ersten Leute, die beitreten. Die Lena, die Liv und Fevo ist da. Fevo, hallihallo und ein wunderschönes Frühstück für euch. Sag hi, klicke ich hier mal. Hey, warum geht das nicht? Cool, cool, cool. Hallo, hallihallo, hallihallo. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Herzchen von gerade eben. Genau, okay, geht's gleich weiter. So, was. Ganz kurz Stromverbindung testen, damit ich hier auch alles habe. Ich glaube, wenn man jetzt mal von weitem auf unser Bild guckt, wir sind, glaube ich, schon ziemlich gut fertig. Also nicht fertig, aber wir sind ultra weit jetzt. Wir müssen den Süßigkeitenladen in Angriff nehmen. Ich muss dringend die Männchen größer machen, aber das mache ich mal ohne euch. Dann muss ich dem Uwe noch ein bisschen Oliven in sein Ding füllen. Und den Turm bauen, die schwangere Frau hier. Dann die arme Person, die umfällt, hat man ja noch. Und dann haben wir, oh ja, mein kleiner süßer Hund, den sich jemand gewünscht hat. Und ich finde, auf die Treppe müssen wir noch richtig viel Krempel machen. Kritzeldittel, guten Morgen, hallihallo, hallihallo. Genau, auf die Treppe müssen wir noch richtig voll machen. Ich glaube, ich lasse die auch so. Ich weiß, dass eine Wendeltreppe nicht so aussieht und dass die überhaupt keine Stufen hat und überhaupt alles falsch ist. Aber ist mir jetzt auch egal, weil mein Trick ist einfach, ich male so viele Männchen rein, dass man es überhaupt nicht sieht. Tja. So kann man das machen. Okay, also, dann machen wir mal als nächstes, während ich denke, ich mache mal hier ich versuche mal die schwangere Frau. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemalt. Und zwar wollen wir ja machen, dass die gerade hier ihr Kind kriegt. Meine Skizze war gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh. So, das wäre jetzt der Oberschenkel. Vielleicht hätte ich irgendwie was einfach am Anfang. Und hier den Fuß sieht man nicht, der ist so halb im Bart irgendwie. Und im Bällebad. Und den anderen Fuß machen wir so ausgestreckt. Dann machen wir schnell auf eine neue Ebene. Will ich denn ein Kleid malen? Die hat ein Kleid an. Und zwar so, dass hier so rüber geht. Oh, halt. Die hat ja... Der Bauch war gar nicht schlecht, den ich da mal gemalt habe. Dann machen wir das so. So, und dann muss die ja natürlich hier liegen irgendwie. Hier wäre dann der Hals vielleicht. Und die Hand machen wir dann so irgendwie dahin. Und die andere Hand machen wir auch. Vielleicht könnte die ja so auf dem Bauch sein. Aber dann müssen wir einfach wieder auf die Ebene und ein klein bisschen... Das war nicht die Ebene. Ja, seht ihr, da muss ich mir endlich nochmal die Nachricht von der Kritzeldizel durchlesen, die mir geschrieben hat, wie ich das mit den Ebenen besser rausfinden kann. Ich habe es gelesen, aber ich muss es lesen und dann muss ich es gleich machen, damit ich es nicht vergesse. So, oh Mann, wie viele komische Radierer habe ich heute eigentlich. So, jetzt schwuppdiwuppdi, hier machen wir den Bauch ein bisschen weg, damit man so die Hand sieht. Das wäre die Hand, so. Ich glaube, ich mache da ein bisschen kleineren Daumen, das sieht ein wenig schöner aus. So. Mal gucken, was hier noch passiert ist. Yassi, guten Morgen, hallihallo, mein iPad hat mein Hund gefressen. Was, dein iPad hat dein Hund gefressen? Um Gottes Willen, was ist das für ein Monster-iPad? Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank, Fevo. Bitte ein Clown mit Luft. Was? Im zweiten OG links an der leeren Wand ein Plakat zur Neueröffnung vom Bahnhof. Beziehungsweise Thema vom Bild. Ah, Einkaufszentrum. Ja, das könnte man machen. Warte, ich mache schnell die Frau fertig. Das ist eine gute Idee mit dem Plakat. Da kann man nämlich gut die Wände noch schmücken. Halt, ihr Daumen ist verschwunden. Mir geht's gut. Ich war gestern, wer mich auf... wie heißt es? Auf Instagram verfolgt. Oder wie auch immer. Der hat vielleicht meine Story gesehen. Ich war in einem ziemlich coolen... wie nennt man das? Food Court? Da, also, so, machen wir die mal so schnell. Eine umgebaute Kirche, das sieht echt cool aus, aus der sie ein,
ja, einen Food Court gemacht haben. Und da gibt es eine Bar und Drinks und ganz viel Essen. Da hatte ich eine Pizza. Oh, die Pizza war so lecker. Das war so eine Italian-Style-Pizza. So, jetzt suchen wir mal schnell das Schwimmbecken da. Nicht das Schwimmbecken, das Bällebad. Ich will das wegmachen, das stört mich. Jetzt müssen wir erstmal schön radieren, radieren. Lalalala. So, ich hoffe, ihr habt alles was Schönes geplant übers Wochenende. Wo ist ihr Kleid eigentlich hin? Hört einfach hier nirgendwo auf. Okay, macht nichts. Jetzt machen wir erstmal das Ding weg. Dann habe ich da gesehen, sind da ein paar Feder drin. Und anschließend lese ich wieder eure Kommentare. So, so, und jetzt hat die arme Frau irgendwie ein komisches Kleid. Das muss ja hier zu sein. Was ist eigentlich das? Aha, das ist ja ihr Beine. Die hat die ja woanders wieder hingemalt, ja. Die müssen wir jetzt mal wegmachen. So, und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt sieht die doch schon viel besser aus. Und ich glaube, ich habe zu viele von dem Ding da hinten weggemacht. Merke ich gerade. Was weiß ich, was ich da radiert habe. Okay, also ich glaube, ihr Bauch ist nicht rund genug. Irgendwie sieht man gar nicht, dass die schwanger ist. Die muss... einen runderen Bauch haben. Vielleicht so. Ja, ja, ich glaube, ich lasse es so. So sieht es gar nicht schlecht aus jetzt. Achtung, jetzt habe ich natürlich diese eine Linie irgendwo anders hingemalt, wo die vorher nicht war. Ha, war gar nicht so schwer. Okay, und bei Gebäude, manche Linien habe ich ja tatsächlich so verteilt, dass ich die wiederfinde. Okay, und jetzt braucht die gute Frau hier, so lese ich noch in eure Kommentare, das Thema vom neuen Wimmelbild. Ah, okay, das Thema vom neuen Bild, genau. Ich glaube, wir machen... Moment. Ich glaube, wir machen Bahnhof. Ich bin nämlich so einen wimmeligen Bahnhof, eine super Idee. So, jetzt müssen wir aber erstmal der Frau noch schnell eine Frisur machen. Machen wir mal auf Ebene 12, damit ich wieder nichts finde. Oh ja, der macht mal einen wunderschönen... Hey, übrigens, ein riesen Dank an all die Leute, die meine TikTok Live auf YouTube nachschauen. Ich sehe nämlich, dass die auf einmal viel besser performen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also mit viel besser meine ich, ein paar mehr Leute schauen es an. Es ist jetzt nicht so, dass ich da 300 Aufrufe hätte. Aber trotzdem freue ich mich voll, weil es scheint so, als ob da mehr Leute gucken als noch bisher. Also falls ihr jemand davon seid, vielen lieben tausend Dank, weil das hilft mir sehr, sehr viel weiter. So, jetzt machen wir mal hier ihren Kopf weg, weil ich will, dass das so... Die hat irgendwie einen sehr runden Kopf, aber ist jetzt egal. Okay, also dann machen wir später noch die Bälle hin. Ich hoffe, man kann das erkennen. Die werden dann hier überall liegen. Und jetzt müssen wir natürlich noch ihren armen Mann hinmachen. Der kriegt natürlich den Herzkasper. Der wollte nur noch schnell ins Shoppingcenter. Und jetzt, oh mein Gott, ja, der kriegt ja hier zu viel. Das hat er eh nicht erwartet. Der Mann, der hatte eh schon mehr Angst vor der Geburt als die Frau. Und jetzt auch das noch im Shoppingcenter. So. Ich finde, die groß aufgerissenen Augen male ich wieder. Die finde ich gut. Und dann machen wir dem hier einfach so ein paar Haare. Der hat nur wenige Haare. Ohren. So. Da steht er. Ah, nee, wir müssen ihm noch irgendwie... Der hat ja gar kein Hemd an. Hier zumachen, das wäre sein Hemd. Ja, cool, oder? Oh, warte, hier kam eine Nachricht. Das sieht cool aus. Ein Clown mit Luftballons. Genau, habe ich gelesen. Vielen lieben Dank. So, was stand hier? Das Thema vom Wimmelbild. Genau, habe ich gelesen. Hallo, sagt diesmal der. Und Spritzgebäck ist auch wieder am Start. Halli, hallo. Und herzlich willkommen zu meinem gemütlichen Live am Sonntag, Samstagmorgen. Schwangere Person haben wir. Und jetzt machen wir hier das Poster. Wir haben auch noch hier richtig Platz für Zeugs. Wo können wir das gut hinmalen? Hier ist gut. Hier haben wir schön Platz. Vom Bahnhof, weil der Bahnhof wird unser nächste Ding. Und als, ich glaube, als Bahnhof, ich mache ein Foto von Liverpool Street Station, weil der ist ein richtig schöner Bahnhof und den können wir perfekt verwenden für unser, für, als Vorlage. So, jetzt machen wir hier Eröffnung. Oh, jetzt müsste ich halt irgendwie noch einen Zug malen, oder? So einen schönen Steam Train. Ein Dampflok. Die jetzt aussieht wie ein Traktor, aber wir werden es reparieren, indem wir einfach ganz viele Räder hinmalen. Und dann hier so zwei Striche, weil die sind ja irgendwie so.
Und hier puzzeln wir einen schönen Waggon dran mit Dach. Haben die auch so Dinger? Nee, die haben sie nicht, nur die Dampflok hat es. So, und dann machen wir hier ein schönes Fenster. So, und dann machen wir hier noch einen kleinen Schornstein. Ich weiß zwar nicht, ob es gibt, aber auf meinem Bild gibt es jetzt. Nee, das sieht nicht cool aus. Hier wäre halt irgendwie, keine Ahnung, Dampf oder so. Also hier haben wir eine neue Eröffnung, Bahnhof. Da können wir auch das große Bahnhof-Fest dann malen. Bahnhof beim neuen Wimmelbild. So, neue Eröffnung, Bahnhof. Eine Toilette, ja, stimmt, genau. Das hat letztes Mal schon jemand vorgeschlagen. Eine Toilette ist eine sehr gute Idee, so ein Toi-Toi-Ding. So irgendwo hinquetschen. Könnte auch gut hier auf unserer Treppe vielleicht stehen oder ganz ekelhaft in unserer Bar. Hier oben, das wäre witzig. Weil das ist voll die Porsche Bar, also ganz edel und so. Aber als Toilette haben sie halt nur so eine Toi-Toi-Toilette. Jetzt machen wir hier den Rand hin von dem... Was ist eigentlich das? Aha, das geht hier einfach durch. Das tun wir einfach so, als ob das so wäre. Das stimmt jetzt nicht so ganz, aber egal. So, lassen wir einfach so. Okay, und dann könnte man hier gut unsere Toi-Toi hinmalen. Jetzt brauche ich aber eine andere Ebene schnell. Jetzt Achtung, irgendwie so. Hier, richtig teure Bar, ein Getränk, 30 Euro. Aber sie haben kein Geld mehr übrig gehabt für die Toilette. Und deshalb ist halt jetzt, ja, hatten sie nur noch Geld, so ein Toi-Toi hier aufzustellen bei der Bar. Aber die Leute hier, die Austern futtern, das stört die nicht. Dabei sein ist alles, ist ja ihr Motto. Die müssen hier auf dem Balkon stehen und winken und nach Geld aussehen. Ob die dann dafür aufs Toi-Toi gehen, interessiert die nicht. So, und jetzt haben wir hier WC. So, das ist jetzt nach oben ein bisschen kleiner geworden, als ich dachte. Wir machen es eher so. Und dann machen wir hier die Tür rein. Das sind noch immer so Schwenktüren. Oder normale Türen sozusagen. Und dann haben wir auch hier dieses Symbol mit den zwei Männchen. Und eins ist nur so. So. Die müssen wir aber ganz schwarz anmalen. Die sind immer ausgemalt. Oh, ich hasse das. Das fällt mir jetzt gerade ein. Kennt ihr das, wenn man in Toiletten oder in Bars oder Restaurants auf die Toilette geht und dann sind die total kreativ und haben sich sowas ganz Besonderes für die Schilder ausgedacht. Und man kann auf dem Schild einfach nicht identifizieren, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sein soll. Und dann denke ich mir immer, oh, jetzt warte ich einfach, bis irgendjemand rauskommt und dann werde ich schon wissen, ob ich da richtig bin oder zumindest hoffe ich es. So, okay, was haben wir noch? Die Toilette, genau, Lift, die male ich jetzt mal gerade. So, jetzt müssen wir schnell was gradieren hier. Und zwar, das hier wird es nicht mehr geben. Das ist nämlich im Hintergrund. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Lichterkette ist im Vordergrund. Das hier ist im Hintergrund. Aber das hier bleibt, weil das ist das Ding im Vordergrund. Okay, also hier haben wir eine wunderschöne Toilette. Aber damit es noch ein bisschen besser ist, finde ich jetzt, läuft die aus. Weil das wird 1A, wenn ich das nachher anmale, wird es richtig cool aussehen. So, wunderschön hier. Ah, herrlich. Ganz tolle Bar mit einer schönen Toilette. Dafür müssen die Leute nicht hier unten anstehen. Die können hier oben direkt aufs WC und eben halt ein bisschen da diese Toi-Toi benutzen. Hier müssen wir auch noch Wasser hinmachen, damit es passt. Nee, sieht komisch aus. Also ich lasse es einfach weg. Auch wenn es nicht stimmt, macht nichts. Auf der Treppe eine Frau, die ihren ganzen Einkauf hochschleppt. Die können wir zum Alien malen. Hier schön viel Platz. Müssen wir mal eine Skizze machen. Die machen wir ein bisschen so. Machen wir Frau oder Mann, das weiß ich noch nicht genau. Weil es könnte ja auch der Mann sein, der für die Frau all die Taschen hochschleppt, die sie gerade... gekauft hat. So, hier Tüten. Eins ragt ihm so ins Gesicht. Hier gucken, kommt noch so ein Sellerie machen, der da rausguckt oder so. Und dann hätten wir... Genau, der marschiert hier hoch. Nee, der guckt natürlich nicht so, der guckt natürlich so. Der leidet. Oh, ich muss alles tragen. Oh. Hier müssen wir ihm auch noch eine Tasche hinhängen. Die hängen wir so halb übers Geländer.
so ein bisschen, die hängt so raus. Und dann hat er hier noch eine kleinere Tüte dranhängen. So. Und dann, ja, ich kümmere hier noch eins. Nee, ich lasse das mal so. Also das wäre der Mann und die Frau, die marschiert schon mal vor, die mal irgendwie hier hin. Das ist auch so eine sehr edle Dame, die hat so eine spitze Nase und die Augen so geschlossen. Rudolf, schneller! Die klappt dann so, die klatscht so mit ihren Händen. So, und die eilt hier voran. Voller Freude auf die wunderschönen, so kann die ihre Arme nicht haben, auf die wunderschönen Austern, die sie da gleich futtert. Oh, ich habe schon so viel Hunger. So, und die kriegt dann natürlich noch schöne Haare, die kommt natürlich direkt vom Friseur und so. So, okay, also das machen wir mal so. Shelly hat was? Was hat die Shelly? Da stand gerade was. Shelly hat ein Multilevel irgendwas. Aber erstmal guten Morgen, liebe Shelly. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich gerade verpasst, was da stand, aber da stand was Cooles. Ein Schwinn mit einer Schleife. Ein Schwinn? Ein Schwein! Ah, auf der Treppe die Frau. Okay, genau, da haben wir jetzt gerade. Da machen wir jetzt mal auf der Treppe weiter. Yes, okay, also hier. Jetzt, wo waren wir jetzt? Mach ich mal auf die Menschenebene mal wieder weiter. Jetzt machen wir erstmal die edle Frau, finde ich. Ich sage edel, ich meine nervig. Bei mir klappt immer dann der Mund nicht. Dann sehen die plötzlich aus wie ein Mann, aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass die so ein... Oh Gott, die sieht ja furchtbar aus. So. Oh ja, der hat eine super Frisur. Das gefällt mir gut. Und dann machen wir jetzt mal die Treppe schnell weg. Die gefällt mir nämlich nicht, wenn die hier so in mein Männchen hängt. Treppe, adieu. Ah, wunderschön. Der Hals ist jetzt ein bisschen falsch. Warte, ich mache mal schnell die ganze Skizze nach oben, sonst male ich das total... Oh, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier für ein komisches Ding an? So... Und dann schwuppdiwuppdi, schiebt man das nach oben. Oh yes, 1A. Und dann machen wir einfach hier weiter auf der Ebene. Die hat natürlich wieder eine teure Perlenkette an, weil das male ich gern. Und dann kriegt die hier einen schönen Arm. So. Oh. Okay, ich lasse mal schnell so, auch wenn die Hand jetzt ein bisschen groß ist, macht ja nichts. Und dann das hier. So, so. Und hier macht die, hat die einen schönen Kragen an. So, jetzt sieht... Oh nein, ich habe den Kragen begradiert. Okay, und jetzt machen wir mal den Krempel weg. Hier das Ding, das mir da im Weg hängt. Das mache ich aber auch weg, ist ja egal. Ist doch egal, das merkt ja kein Mensch, ob das fehlt oder nicht. So, also hier haben wir die Frau mit ihrer wunderschönen Frisur. Ich glaube, ich werde die nachher noch mal ein bisschen radieren. Ihre Nase stimmt deshalb nicht, weil die Nase an der Seite ist und ihre Augen nicht. Jetzt weiß ich, was komisch aussieht. Wo ist der guten Madame ihr Gesicht? Oh, hier. Ja, deshalb sieht es ziemlich komisch aus. Weil ein Auge wäre halt hier. Ich male die einfach so, auch wenn es nicht passt, aber das macht ja nichts. So, und hier hat sie ein Ohr hin. So, eine Ameisenstraße. Weiß auch nicht, hab's auch nicht gesehen. Die Shelly hat's auch nicht gesehen. Da stand irgendwas. So Multilevel irgendwas. Oder vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, keine Ahnung. Die Shelly hat eine Rose geschickt. Vielen lieben Dank. Und die Romy ist auch am Start. Halli, hallo, halli, hallo. So, jetzt, was passiert jetzt hier? Achtung, gleich noch mal ein bisschen Krach. Okay, und jetzt machen wir erstmal den Mann. Hier, unser Mann. Unser Mann, der hat so ein... Nein, das sieht ja aus wie das Alien. So. Oh, da kommt sie, meine Katze. Achtung, Achtung, hört ihr sie? Die hat so einen lustigen Zehennagel, der rausguckt. Deswegen läuft die immer so laut. Bonbons, wie heißt die App? Die App heißt Procreate. Oh mein Gott, ein Capybara wäre gut. Erstens hat schon mal letztes Mal sich jemand gewünscht. Jetzt machen wir schnell einen Mann. Achtung, der hat die Augen schon noch so, aber irgendwie, ugh.
So. Irgendwie gefällt mir die Nase überhaupt nicht. So, okay. Und dann muss ich mir nachher überlegen, ob ich so oder so genervte Augen mal. Nee, genervt sieht, glaube ich, besser aus. Der ist schon genervt. Der hat nämlich erstens keinen Bock auf Austern und zweitens muss er den ganzen Krempel durch die Gegend schleppen, den er dann auch noch bezahlt hat. So, der hat so, der sieht ein bisschen gruselig aus jetzt, der Mann. Aber egal, wir lassen es mal. So, und viel sieht man dann ja von ihm nicht mehr. Deshalb gehen wir auf eine andere Ebene und da machen wir mal die wunderschönen Tüten hin. Lalala, lalala. Ja, und wo ihr gerade da seid, wer Lust hat, kann sich alle meine Lives nachschauen auf YouTube. Da freue ich mich mega. Das gibt mir nämlich Watchtime. So, das hätten wir. Und jetzt müssen wir hier irgendwie seinen Arm reinwurschteln. Ja, gut, das stimmt jetzt nicht so ganz hier, aber egal. So. Okay. Arm hätten wir. Und jetzt der wichtige Punkt, jetzt müssen wir hier noch mehr Tüten dranhängen. Ohne 300 Tüten, oh nein, ich ahne Schlimmes, jetzt läuft meine Katze schon wieder zur Tür. Achtung, gleich schreit sie, weil sie wieder raus will. Rein, raus, raus, rein. Ich sag euch, mit der Katze, das ist... So, oh, und jetzt müssen wir hier noch eine kleine Tüte dranhängen mit so einem großen Henkel. Ja, ich glaube, jetzt hat er richtig viele Tüten, was sehr, sehr gut ist. Da machen wir schon die Skizze weg. Jetzt sehen wir wieder mal einen anderen Radierer. Und dann können wir nämlich die Tüten schön befüllen, die den Hintergrund wegradieren. Die, oh ja, das sieht cool aus. Und ein bisschen halt, jetzt mal schnell wieder anderen Radierer, nicht, dass ich da wieder so ein Durcheinander habe. Da müssen wir ein bisschen hier vom Gebäude wegmachen. Eigentlich kann ich das auch wegmachen, das stimmt nämlich sowieso nicht. Und das merkt jetzt kein Mensch. Oh, der arme Mann hat ja noch gar keine Beine, der schwebt hier in der Luft. Okay, kein Problem, reparieren wir. So, schon repariert, dann zurück zu Gebäude und los geht's mit dem Ding wegradieren. Und tada, da, oh. Zurückgemacht. Da haben wir unseren Mann, der hier alle Tüten für seine Frau durch die Gegend schleppen muss. Ich finde aber der Frau, die Haare passen mir noch nicht so ganz. Die will ich ein bisschen anpassen, weil ich will jetzt, dass die sollen ja überall hin. Jetzt sind die natürlich ganz anders, wie die ich vorher gemalt habe, was irgendwie ein bisschen problemisch, weil es sieht seltsam aus. Jetzt sieht die aus, als ob die so eine Pharaonin wäre und irgendwie ein komisches, diese süßen Geschichten dazu. Danke, danke, liebe Kritzeldietzel. Ja, ich muss immer lustige Storys dazu erfinden, das macht doch Spaß. So, also jetzt, das passt jetzt leider nicht, halt, wir müssen wieder zurück. Da war jetzt was, ich wollte die besser machen und ich habe die eigentlich schlimmer gemacht. Ich glaube, ich muss die an der Seite weglassen. Nämlich, das sieht nämlich aus, als ob sie so eine Pharaonin wäre. Das ist zwar jetzt blöd, aber es können die Haare halt doch nur so sein. Die könnte ja auch eine schöne Schleife noch in den Haaren haben. Ich denke immer, oh Mann, die Leute machen sich die Haare immer so schön. Für Haare bin ich immer zu faul. Oh, jetzt sieht sie aus, als ob sie ins Fitnessstudio geht. Für Haare bin ich immer zu faul. Und ich mag auch so Andan-Frisuren, die so aussehen, als ob die gar keine Frisur sind, weil sie es auch nicht sind, aber so. Ja, die Schleife, das sieht zu sehr nach Fitnessarmband aus da in den Haaren. Die lasse ich weg. Lass mal jetzt mal so, also hier, ich finde, der sieht super aus. Der kriegt jetzt hier noch so eine kleine Schweißperle hin, weil der schleppt ja hier alles durch die Gegend. Der bezahlt alles, schleppt alles durch die Gegend und die hier sagt schon, oh, mein Magen knurrt. Ich könnte mal sagen, mir fällt nur das englische Wort an. Ich demande eine Auster. Aber das, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich verlange nach, oh ja, ja, das ist ein gutes Wort. Ich verlange nach einer Auster, Darling. Let's go. So, bei der Frau sieht aus, als hätte sie einen Bart. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Das ist ein sehr komischer Mund, gell?
Sollen wir es einfach nur so lassen? So ist vielleicht ein bisschen besser, aber sieht trotzdem nach Bart aus. Ich mal mal ein paar hin. Ihr könnt ja dann sagen, was ihr... Das ist nicht schlecht, aber ein bisschen weit unten vielleicht. Vielleicht lasse ich so, ja, besser. So lassen wir es mal, oder? Ich glaube, das ist gut. Die Lippen mehr betonen. Wisst ihr, was ich damit mache, Florian? Ich male die nachher, dann, wenn ich das Bild anmale, mache ich die einfach rot. Und zwar werde ich es exakt so anmalen. Achtung, ich habe eine gute Idee. So. Das wird cool aussehen. Okay, also jetzt wieder zurück zu meinem schwarzen Stift. Oh nein, die Katze kratzt an der Tür. Ich will raus, lass mich raus. Wenn sie raus ist, will sie wieder rein. Oh je, da kratzt sie schon. Miau, miau. Aber jetzt muss ich wieder aufpassen, es ist Samstag. Samstag heißt immer, da kommt die andere Katze als zu Besuch. Dann gibt es hier den riesen Katzenkampf und ich muss da wieder Streit schlichten. So, okay, also hier haben wir jetzt die Frau gemalt. Das sieht cool aus. Dann haben wir unseren Friseursalon. Shelly, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, aber deine Idee war ja die vom Friseursalon. Da wurden letztes Mal die Leute super kreativ hier mit dem, wo die Haare brennen. Stromkurzschluss, das Kind spielt in der Wasserpfütze. Und diese Frau, wo die Frisur schief gegangen ist. Also da haben wir, ich glaube, ich male da noch mehr Haare hier in einem dickeren Stift. Das sieht besser aus. Die braucht noch mehr Chaos. So, das sieht cool aus. Ja, die brennenden Haare sind von mir. Ah, stimmt. Okay, cool. Typisch Katzen. Okay, sie kratzt an der Tür. Moment, ich komme gleich. Ich muss schnell die Tür aufmachen, sonst hört sie nicht auf. Jetzt. Das gibt's doch nicht. Da mache ich die Tür auf und sie hockt sich aufs Sofa. Also, ich weiß auch nicht. So, ein Ladendieb hat der Florian vorgeschlagen. Der könnte ja eben im Friseursalon einbrechen und Dings klauen. Ja, wir haben hier den hier, der aus der von der Oma die Tasche klaut, aber einen Ladendieb haben wir noch nicht. Was könnte er denn klauen? Vor allen Dingen, wie könnten wir den darstellen, den Ladendieb? Den müssen wir ja, man muss ja irgendwie andeuten, dass der was klaut. Hier hätten wir an der Tür auf jeden Fall noch Platz, wo die Tür könnte man ja aufmachen, dann könnte er da rauskommen. Aber wie stelle ich den Ladendieb dar? Oder wir könnten machen, dass der mit so einem Sack halt, wie meine anderen Diebe in den anderen Bildern, einfach so rausschleicht. Dann wäre es halt, weil der Ladendieb, der sieht ja so aus, dass man es eben nicht sieht, dass er was klaut. Warum? Ich muss die Tür größer machen. So, und der könnte ja hier sowas anhaben. So wie im Film. So ein schämisches Lachen. Und dann hat er hier einfach so einen Rucksack. So habe ich die anderen Diebe immer gemalt. Mit keine Ahnung, was für Zeugs drin. Und der steht halt hier. Den müssen wir nur irgendwie so machen, dass der halt da gerade... Ich muss das ein bisschen anpassen, also die Tür nervt mich. Die Tür ist... Oder muss ich mein Männchen kleiner machen? Ich will es eigentlich nicht kleiner machen. Aber ich glaube, der ist zu groß. Der passt so nicht. Wir könnten den ja auch irgendwo hinsetzen. Was habe ich eigentlich da vergessen? Da war auch noch was. Da war wohl letztes Mal jemand... Ah, genau, der Mann, der den Müll aufhebt. Das müssen wir auch noch machen. Okay, ich mache mal den Ladendieb hier hin. Der ist zwar schon aus dem Laden raus. Trotzdem hat er einen Sack voll... Und er hat natürlich... Oh, der hat natürlich einen Rollkragenpullover an, ist ja ganz klar. Ladendiebe tragen schwarze Rollkragenpullover. Und jetzt mache ich dem sogar mal Schultern. Ich male nie Schultern, aber ich glaube, der kriegt jetzt welche. Weil ich will, dass der so aussieht wie eine Spinne. Und damit meine ich ganz dünn. So, und da hat er... Ah, den Fuß sieht man sowieso nicht. Okay, aber hier hätte er halt einen Schuh an. So, und dann hat er hier... Der Arm würde runtergehen und dann hier hoch. Und hier wäre dann die Hand, die den Sack hält. Irgendwie so. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und jetzt machen wir dem aber auch noch so ein Gesicht.
Der braucht auch so ein ganz dürres Gesicht. Hier hat er das, hier hat er die Nase, dann kriegt er so ein schelmisches Lachen. So, okay, mal schnell eure Capybara. Der links von ihm, was stand da, der links von ihm? Wenn du den Dieb drehst, könnte er auch an den Geldbeutel vom Mann mit dem Müll greifen wollen. Eine genervte Mutter mit weinenden Zwillingen im Kinderwagen. Der läuft, ja, der läuft mit Kleidung, mit Preisschild weg. Das ist eine coole Idee. Jetzt hat er schon einen Sack mit Sachen. Jetzt, wie könnte man das jetzt malen? Warte, jetzt machen wir erstmal schon die Skizze weg. Das ist ja ein bisschen nervig hier. Das hat er mit seinem falschen Kopf da und alles. Da müssen wir so ein bisschen wissen, wie der jetzt aussieht. Seht ihr, da habe ich wieder einen falschen Radierer. Wenn ich den, mein Mann mit dem Hundeklo. Den müssen wir aufheben. So, jetzt hätten wir den so. Und jetzt hat der Florian gerade vorgeschlagen, dass der ja auch Kleid mit Preisschild tragen könnte. Jetzt können wir das entweder irgendwie so machen, dass... Ich glaube, ich mache das so. Warte, ich muss schon überlegen, wie man das jetzt darstellen könnte. Das wäre der Kleiderbügel. Aber dann wäre hier das Kleidungsstück, das wäre komisch aus. Und wenn ich jetzt wenn ich ihm den Haken in die Hand mal. Dann könnte der hier, weil ich brauche neue Ebene. Jetzt, Achtung, das muss ich ein bisschen konstruieren hier. Der klaut natürlich was Teures. Ein Anzug. Und der hängt dann hier runter. So irgendwie in der Art. Jetzt muss halt mein Kleiderbügel weg. Jetzt habe ich den falschen Lehrer. Okay, Moment. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Dann machen wir den Kleiderbügel weg, weil den sieht man jetzt nicht mehr. Der ist ja im Anzug. Oh, ist praktisch. Ist auch auf der Ebene von dem Mann. Das ist ja ganz gut. Das machen wir auch weg. Das... So, und hier hängt dann der Anzug. Und jetzt müssen wir nur noch das Preisschild dranhängen. Das fliegt hier so in der Luft. Und dann machen wir halt Euro. Warte. So könnte es sein. Und dann hat er hier auch... Und hier hat er jetzt quasi einfach seinen Sack mit dem Krempel. Noch. Der hat alles dabei. Der hat einen Sack voll mit geklauten Sachen. Der hat aber auch... Hier den Anzug mit dem Preisschild dran. Und den Rollkragenpullover, den hat er auch gerade mitgenommen. Der hat nämlich vorher was anderes an. Der hat auch noch ein Preisschild dran. So, und jetzt braucht er so schelmische Augen. Die Augen gefallen mir nicht, aber ich weiß es nicht, wie ich es anders malen soll. Und der Kopf gefällt mir auch nicht. Aber der wird ja eh überlegt, dass er eine Mütze anhat. Die Mütze hat übrigens auch noch ein Preisschild. Der hat sich alles gerade zusammengebastelt, finde ich. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. So, mal schauen, was hier noch für Kommentare waren. Ein Mann mit Hund, der wohl den Hund auf den Boden kackt, weil der Besitzer am Handy ist. Die Partynudel hat das vorgeschlagen. Hallo, Partynudel. Hier müssen wir den Mann erstmal so malen, dass der hier den Müll aufhebt vom Hund. Und dann können wir natürlich schon noch irgendwo einen am Handy malen. Mal gucken, wo ich das noch hinkriege. Langsam, aber sich. Oh mein Gott, ich habe gerade was ganz Schlimmes festgestellt. Schaut mal, wie klein, wieso ist... Oh Mann, jetzt habe ich das... Weil ich den so spindeldürr malen wollte, sieht er jetzt aus wie ein Kind. Oh, und ich habe es auch noch auf 15 Ebenen verteilt, den Mann. Oh nein, da habe ich gar nicht. Oh yes, wo ist sein Kleidungsstück? Okay, Achtung. Den muss ich leider noch mal neu machen. Der ist ja total winzig geworden, versehentlich. Jetzt können wir eigentlich mal gucken. So, also der ist trotzdem so klein. So müsste der ungefähr sein. Aber so sind die. Dann muss er ein bisschen kleiner. Ja. Dann können wir den hier so hinter das Schild stellen. So.
Warte, warte, ich muss hier kopieren und einfügen. Wo gibt es das nochmal? Duplizieren. So, duplizieren und dann machen wir den ungefähr so groß, glaub. Und jetzt ist er auf seiner eigenen Ebene und deswegen kann ich den unten drunter jetzt entfernen, hoffentlich. Jetzt habe ich natürlich wieder den super GAU hier zusammengewurschtelt. Jetzt muss ich da aufpassen, was ich da wegradiere, sonst mache ich alles kaputt. Okay, und jetzt machen wir den schön so. Und jetzt muss ich den nochmal drüber malen, weil sonst sieht er so verpixelt aus. Aber kein Problem. Dann machen wir den also nochmal hier. Oh. Hier ist ein wunderschöner Anzug, den er klaut. Den machen wir auch ein bisschen länger, damit es auch wirklich aussieht wie ein Anzug. Hier wedelt das Preisschild. 3. Warte, ich mache die Hand nochmal weg. Jetzt habe ich hier nochmal die Möglichkeit, das schön zu machen. Dann machen wir dem hier das hin. Und so die Hand. So, ich lese gleich eure Kommentare wieder. Jetzt muss ich ganz schnell unseren Dieb hier nachpausen. Oh, jetzt müssen wir dem auch sein. Sein Preisschild. Ein paar Sachen müssen wir jetzt ummalen bei ihm. Zum Beispiel die Preisschilder, die sieht man jetzt nicht mehr, weil die jetzt natürlich ein bisschen da versteckt sind. Schuh hat er jetzt so. Sein Gesicht mache ich jetzt eher so, das gefällt mir besser. Nee, ich will, dass der so ein Grinsen hat, so ganz verschmitzt. Und jetzt machen wir dem statt. Nee, wir lassen dem so eine Augenbinde. So, und dann hat er hier noch seinen lustigen Hut an, den er auch gerade geklaut hat. Das war eine gute Idee mit dem Preisschild. Finde ich cool, der hat alles Zeug an. So, also was kommt jetzt hier? Ein Dieb mit Sternchenmuster wäre noch niedlich. Oh, das könnte er geklaut haben. Die Klassiker unter uns nutzen, uns Procreate-Nutzern 70% malen und 30% der Zeit Ebenen suchen. Ja. Ja, das wäre auch nicht so schlimm, wenn ich mich mal an meine Ordnung halten würde, die ich da mache. Am Anfang bin ich immer gut, da ist alles sortiert, aber dann wird es immer schlimmer. Genau, guck. Die einzige Ebene, wo ich wirklich gelernt habe, da halte ich mich dran, ist meine Skizzenebene. Und die Gebäudeebene ist auch nicht schlecht. Also die läuft aber Tiere, da habe ich auch schon alles andere wieder drauf gemalt. Menschen, da habe ich auch irgendwas schon wieder so gewurstelt. Ich weiß auch nicht. Also ihr fühlt meinen Schmerz. Es ist ein schwieriges Thema, diese Ebenen. So, hier hat er das nächste Preisschild. Der hat eigentlich alles sich mitgenommen. So. Weil man denkt sich dann immer, oh, das könnte auf eine extra Ebene, oh, das könnte auf eine extra Ebene. Bevor man sich versieht, findet man sich mehr. Aber ich glaube, der Fuß hier ist auf der Menschen. Yes, seht ihr? Da habe ich ja aufgeräumt. Habe ich direkt gefunden. Menschenebene, zack, musste ich gar nicht suchen. So, jetzt müssen wir aber unseren Mann, der ist jetzt auch einfach, weil der hat ja seine eigene Ebene. So, und dann machen wir hier die Hose, da hat er auch noch ein Preisschild dran. Oh, ich glaube, bei mir im Haus nebenan gab es einen Mord. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Letztes Mal hat mir TikTok, ich habe doch mein Kinderbuch vorgestellt, also mein Schreibbuch, wo man so Geschichten erfinden kann. Und das heißt auch Detektive und Verbrecher. Also folglich habe ich relativ viel erzählt von den Geschichten, die da drin sind. Und die Geschichten sind halt so, ja, der Diamantendiebstahl und da lag ein Toter im Gartenhaus und so. Und da hat mir doch TikTok tatsächlich im Anschluss so eine Nachricht geschickt, bitte achte darauf, dass das Live immer freundlich bleibt. Es ist ein schöner Ort, bla 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 bla. Und dann denke ich mir, hallo, was schicken die mir das? Manche TikToks, die man sieht, also ich weiß nicht, ob für die gleichen Regeln gelten wie für mich, aber die sind überhaupt nicht schön und gar nicht gut. Auf jeden Fall bin ich gestern Abend nach Hause gelaufen oder vorgestern Abend
Und dann sehe ich da so ganz viel Polizei aus dem Haus. Und da ist dann so einer rumgelaufen. Kennt ihr das wie im Film, wenn diese Spurensicherung kommt? Und jemand hat so einen Komplettanzug an und läuft mit so einer riesen Kamera durch die Gegend und macht Fotos von Beweismaterialien. Das habe ich gesehen. Da habe ich gedacht, was ist wohl in meinem Nachbarhaus los? Muss ich heute mal googeln. Okay, also was steht jetzt hier für schöne Sachen? Ich kann nur 7 Ebenen machen. Ja, das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Kannst du mir das ganze Bild zeigen? Genau, das zeige ich sofort. Jetzt muss ich ganz schnell. Irgendwie dachte ich, ich hätte es gerade radiert. Das habe ich doch jetzt gerade radiert, oder nicht? Vielleicht habe ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Das mache ich die anderen 10%. Drücke ich auf den falschen Knopf. Und ich wollte irgendwie diesen Stecker schnell suchen. Der Stecker. Gestern habe ich eine richtig leckere Pizza gegessen. Sag mal. Aha, hier. So, kennt ihr so Napoli-Style-Pizza? Wie heißt das auf Deutsch? Napoli? Doch, Napoli heißt es, oder? Boah, die sind richtig lecker. So. Lustig ist auch, wenn man sieht, dass Brotdosenvideos wegen Freizügigkeit gesperrt wurden. Ja, oder ich habe mal so ein Kind gemalt. Es war halt ein kleines afrikanisches Mädchen mit so einem coolen Afro-Frisur. Und jetzt weiß ich, ich will das schon gar nicht mehr sagen, weil ich gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch sagen darf und was nicht. Auf jeden Fall wurde es dann direkt von TikTok gesperrt. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? Also, ich weiß auch nicht. So, also gut, das ist mein Bild so im Großen und Ganzen. Letztes Mal hat jemand diese super coole viktorianische Frau vorgeschlagen. Auf die bin ich ganz stolz. Ameisenstraße hat vorhin ja schon jemand gesagt, Hammer. Dann wollte jemand ein Kind, das in die Hose macht, das arme Kind hier. Dann haben wir hier Shelleys Dosenturm, der immer noch nicht fertig ist. Kaugummi, das ist der Süßigkeitenladen. Der wird richtig gut, weil hier ist alles, hier, da geht alles schief. Oh, die geile Kinderparty, die haben wir auch vorletztes Mal gemalt. Da, die Kinderparty geht auch schief, weil der ist hingefallen. So, und dann haben wir hier Geldautomat, den haben wir schon länger. Was hat man noch? Neue Eröffnung Bahnhof, das ist sehr, sehr cool. Eine Friseursalon haben wir auch noch gemalt. Genau. Also, so weit sind wir jetzt beim ganzen Bild. Ich mache mal schnell den Mann mit dem Hunde-Ding hier weiter. Den hat man nämlich schon halb, der ist ja schon halb da. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr weiterzumalen oder irgendjemand kam mit einem anderen Kommentar. Keine Ahnung. Okay. Obwohl das sein Hund ist, findet er das total uncool, hier sauber zu machen. Deshalb so. Und dann müssen wir hier seinen Arm, den streckt er so richtig von sich weg. So. Uah. Oh, bin ich froh, dass ich keinen Hund habe. Darauf hätte ich, glaube ich, auch keine Lust. So, jetzt muss man ganz schnell im Hintergrund diesen Krempel suchen, da mein Lottostand. Ne, den habe ich ja schon länger gemalt. Der muss ja irgendwo hier sein. Gebäude, natürlich, auf der Gebäudeebene. Wieso suche ich eigentlich so lang? So, wo waren wir jetzt? Hier. La 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 la, das mache ich auch weg. Das sieht man zwar eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem weg, weil ich will, dass es besser aussieht. Was ist das da? Auch weg. Hätte ich jetzt gedacht, das gehört zum Ding, aber auch schön, wenn man sich in seinem eigenen Bild nicht mehr zurechtfindet. So, jetzt fehlt dem guten Mann natürlich irgendwie die Hand. Und jetzt müssen wir natürlich das Säckchen wegradieren. Oh, ich habe es auf die gleiche Ebene gemalt. Okay, here we go. Müssen wir wieder hinmalen, der braucht ja einen Ärmel. So, also hier haben wir den Mann, der aufräumt, also fast natürlich, nicht ganz. Und aus irgendeinem Grund sieht er aus wie ein Blatt Papier. So, hast du, warte, hast du einen Barber, bei dem viele Vollbärte in einer Schlange stehen? Vollbärtige, oh, das ist eine coole Idee, ein Barber. Die beiden Frauen sind so süß, 50er, 60er, ja, das hat sich mal jemand gewünscht, das fand ich total cool, habe ich das gemalt. Dann ist es eindeutig wimmelig. Ein Barber wäre eine coole Idee. Jetzt müssen wir schnell, ich mache schnell unseren Blattmann fertig hier. Der hat auch ein Gesicht wie ein Blatt. Ich weiß nicht, was bei dem Mann los ist, aber irgendwie kriege ich den einfach nicht hin. Der könnte ja Sommersprossen haben. Habe ich noch nie gemalt bei erwachsenen Menschen. Uah, finde das ekelhaft.
So, habt ihr das auch, wenn ihr zeichnet und ihr malt Gesichtsausdrücke, dann erwischt ihr euch dabei, wie ihr selber den Gesichtsausdruck macht von der Person, die ihr gerade malt. So, und der kriegt jetzt natürlich noch eine Frisur. Eine schöne Versicherungsvertreterfrisur. Und damit verschwindet dem sein cooler Schuh im Hintergrund, aber macht nichts. So, ach so, jetzt haben wir das Kabel da schon wieder. Ach, gut, immerhin kann ich mich noch erinnern, wo es war. Lalala, lalala. Jetzt kann ich es auch wegmachen, das checkt eh keiner mehr. Okay, cool, also den Mann haben wir, da haben wir noch einen kleinen Fehler. Und dann gucken wir mal, ob wir den Barber noch irgendwie hinkriegen. Übrigens, am Montag ist hier Feiertag. Was total witzig ist, in England haben sie einfach alle Feiertage im Mai um eine Woche verschoben. Also wenn bei euch Feiertag am 1. Mai ist, ist bei uns Feiertag die Woche später. Weiß auch nicht warum. Und deswegen ist dieser Pfingstfeiertag, der am Montag ist. Was bedeutet, ich kann am Montagabend ein Live machen? Und zwar um eine normale Uhrzeit, nicht so spät, sondern irgendwie um 5, 6 rum oder so, was ich auch machen werde, oder zumindest ist der Plan. Genau, also das ist unser Blattmann. Der Blattmann sieht gar nicht schlecht aus. Der sieht tatsächlich aus wie ein A4-Papier, aber naja. So, und jetzt, was war da vorgeschlagen? Da wurde doch was vorgeschlagen. Was war? Ah, der Barbershop. Den könnte man ja auch, wir haben hier eigentlich Platz, da könnte man ein bisschen anbauen. Warum ist hier eigentlich so ein Loch? So. Nee, warte. Der hat ein bisschen eine komische Eingangstür, die ist halt, der hat eigentlich diesen Shop, den gab es halt günstig, die Miete und so, weil die eben hinter dieser vermurksten Wendeltreppe ist, die auch einstürzt. Oh, eine einsturzgefährdete Wendeltreppe, lass mal, das ist eine gute Idee. Das brauchen wir auf unserem Wimmelbild. So, hier ein bisschen. So, oh, wie schön. Kleine Risse in der Wand. Okay, aber jetzt zum Barber. Der Barbershop braucht nämlich auf jeden Fall, die haben immer solche Dinger, die gibt es auch als Emojis. Kennt ihr die? Das sind solche Sachen, ich verstehe gar nicht, für was die gut sein sollen, aber aus irgendeinem Grund haben Barbershop die immer und die sind irgendwie weiß, rot, blau oder so. Und die hängen immer vor so einem Bartladen. Ups. So. Und dann machen wir hier Barber 2000, nennen wir das. Alles, was 2000 heißt, ist cool. Heute funktioniert es nicht mehr so gut, weil jetzt ist ja schon 2000 irgendwie ein bisschen nicht mehr so in ferner Zukunft, also nicht mehr in der Zukunft, deswegen funktioniert es irgendwie nicht mehr so gut. Aber jetzt weiß ich gleich wieder gar nicht, wie man Barber schreibt. Muss ich aufpassen, dass ich mich hier noch blamier. Nee. Hey, wer hat eigentlich das Barbara-Barbara-Lied gemacht? Ich sehe es hier immer auf TikTok und es ist total trending in England. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, welche Band. Bar, wahrscheinlich, was? Wie sind die? Wie fettes Brot wahrscheinlich. Das sind immer die, oder? So, was ist hier noch? Einer, der viele Haare, dass man sein Gesicht nicht mehr. Wow, Yassi, das ist eine coole Idee. Ja, so, jetzt hätte ich fast Yeti gesagt. So jemand, der ganz viele Bart und lange Haare hat, irgendwie so. Okay, das ist eine coole Idee. Haare, tschüss, tschüss, tschüss. Bar. So, und jetzt Barber oder Barber mit E, oder? Oder Berber, nicht zu verwechseln mit Berber, das ist was anderes. Barber, ich mache es mal mit E und wenn wir es mit A schreiben, dann rege ich mich auf, weil ich es ändern muss. Und dann machen wir dem so einen schönen Kamm als Logo. Ein Läusekamm. Für Katzen sind es Läusekämme, aber für den ist das ein Bartkamm, aber ist im Prinzip das gleiche Produkt. So, Barber mit E. Okay, alles klar. Angelique, vielen lieben Dank. Barber. Manchmal weiß ich immer, wie man Sachen schreibt. Okay, Barber. Und hier hat er so eine schöne Creme noch. Da können sich die Mähen richtig verwöhnen lassen. Und dann kriegen die hier einen schönen, eine ach so, eigentlich wollte ich eine Gurke malen. Wieso male ich eigentlich eine Orange? Das macht gar keinen Sinn. Da
Da kriegt man doch Gurken aufs Gesicht. Wie male ich jetzt eine Gurke? So, und dann hat die außen aber so eine wellige Haut, oder? Das ist die Gurkenpackung beim Barber. Und dann müssen wir hier natürlich noch so ein schönes Messer hinmalen. So, 1A. Okay, Barbershop hätten wir. Und dann könnten wir hier die Männer machen, die hier anstehen. Dazu muss ich eine kleine Skizze malen hier. Die müssen alle warten. Der hat schon die Arme verschränkt. Der steht ja schon eine Stunde hier. Und hier, oh, deinen Yassi. Den machen wir hier hin. Der lehnt hier wie der Salat, der Storch im Salat. Der lehnt hier so an. Und dann kommt hier so sein... Boah, ich habe noch nie ein Bart. Warte, den müssen wir ja irgendwie so machen. Aber ich will auch nicht, dass er aussieht wie der Weihnachtsmann. Aber irgendwie so... Und hier hat er auch ganz viele Haare. Und den Mund sieht man nur so ein bisschen. Hier hat er auch Haare. Okay, also warte mal. Ich glaube, bitte sagt die Angelika, vielen Dank, vielleicht doch ein Haarspray dazu machen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, hier habe ich Gesichter mit dem Bart. Da könnte ich mir mal kurz abgucken, wie die einen Bart malen. Ah, so malen die das. Ja, das passt halt nicht ganz zu meinem Style jetzt. Nicht mehr Bartgesichter hier. Dann lass mal da schauen. Das ist eine coole Idee. Schaut mal, hier war ein Pirat. Ich könnte auch einen Pirat malen in meinen Barbershop. Oh, auch gute Frisur. Seht ihr den? Der hat auch eine gute Frisur. Oh, yes, hier, Van Gogh. Der hat eine 1A Barberfrisur. So könnte ich den Bart darstellen mit einfach Strichen. Okay, dann versuchen wir mal dem Yassi ihr Bartmännchen. Gestern habe ich ein bisschen rumgestanden, auf eine Freundin gewartet. Mir Leute anguckt, die so vorbeigefahren sind. Da habe ich gedacht, Mann, die Leute haben immer so coole Kleider an und so ein bisschen, ja, was man halt in London so sieht, was Leute halt anhaben, so übertriebene Sachen. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste ich das auch mal malen. Meine Männchen haben immer so normale Sachen an und die müssen auch ein bisschen cooler angezogen sein in Zukunft. So, jetzt machen wir schnell das weg. Und dann werde ich die Skizze schnell wegmachen für unseren Barbermann da. So, dann machen wir mal auf die Tierebene, weil da passt es wunderbar hin. Oder soll ich mal schnell sein, dass ich das schnell wegmachen? Das sieht man ja nachher eh nicht mehr. Hä? Ah, ich habe schon gefunden. Ich habe schon gedacht, wo habe ich das jetzt wieder hingemalt? Warum habe ich so ein Durcheinander? Ja, das ist natürlich auf der Gebäudeebene der Strich jetzt, ist ja klar. So, okay, also jetzt haben wir mal unseren Barbermann da. Ein Mann mit mehrfachem Zwirbelbart und Zylinder. Oh, das ist eine coole Idee. Warte, was hat die Partynudel geschrieben? Könntest du das Bild, das zeige ich nochmal, auf ein Bild im Wimmelbild machen? Also ein Wimmelbild im Wimmelbild. Wow, das ist eine coole Idee. Von wo ist dieses Buch? Welches? Also ich habe das hier. Top Verlag, glaub, Moment. Nee, EMF Verlag. Sketchnotes. Es ist okay. Es ist nicht. Es ist cool wegen den Gesichtern. Und solchen Sachen hier, obwohl ich es eigentlich nie benutze, aber zum Beispiel die Gesichter, da habe ich schon ein paar abgemalt. Von innen ist es so ein bisschen so, könnte auch so ein Self-Publisher-Buch sein, so ein ganz billiges. Weil hier sind so unterschiedliche Sketchnotes, aber die Zeichenstile sind so krass, zum Beispiel das da, die Zeichenstile sind so krass unterschiedlich. Ich meine, das ist ein Icon, das malt man ja eigentlich nicht. Also es ist so ein bisschen, ist nicht schlecht, ist jetzt aber auch nicht unbedingt das Beste, glaube ich, was man kaufen kann. Die Hauptding, warum ich das cool finde, das Buch ist das gerade, wo ihr gesehen habt mit den Männchen. Wo sind sie jetzt hin? Und zwar die Grundfiguren, wenn sich Männchen bewegen. Das da. Finde ich voll hilfreich.
Und die Gesichter und das hier auch. Das finde ich richtig cool. Super easy, 150 Sketchnotes heißt es. Und dann, das ist mein absolutes Lieblingszeichenbuch auf der ganzen Welt, weil es erstens 10 Euro kostet. Ah, Bodo Wartke hat das Lied übrigens gemacht, hat auch noch das Dachdeckerlied. Ah, okay, er muss mal nachschauen. Ich dachte, das wäre eins von diesen 90er-Jahre-Hip-Hop-Bands. Das ist auch cool, das war eigentlich eher so für Kinder, aber schaut mal, wie, oh, mein iPad geht aus. Wie cool es ist, wenn man so Schritt für Schritt Sachen zeichnen will. Finde ich, ist das beste Zeichenbuch, kostet 10 Euro oder hat 10 Euro gekostet. Das habe ich vor ewiger Zeit gekauft. Ich finde, es ist richtig cool. Also es ist wirklich so von all den Zeichen, weil oft sind die Zeichenbücher so super kompliziert und dann hinterher weiß man nicht mehr, wie man vorher wusste. Von daher finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil wenn du es einfach darstellen kannst, kannst du es auch kompliziert darstellen. Aber die Kunst ist eigentlich, die Sachen einfach darzustellen. So, und ihr kennt auch zum Beispiel die Eule in meinen Bildern, die sieht ohne Scheiß exakt so aus. Ich male immer die von dem Buch. Genau. Jetzt habe ich hier versehentlich hingemalt. Und manchmal ist es echt gut, wenn man so denkt, so, ah, wie könnte ich jetzt einen Bart malen oder so. Jetzt habe ich den versehentlich Haare gemalt, wollte ich eigentlich nicht. Okay. Oh, nein! Okay, jetzt unser Bartmann. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich echt eine Kollektion mit Menschen mit unterschiedlichen Bärten malen. Weil der wäre natürlich jetzt auch so witzig. Aber wir machen dem jetzt einen Vollbart. Wie die Gritzeldizel oder Yassi, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es war, sich das gewünscht hat. Wir könnten natürlich den Bart auch so malen. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht aussieht wie der Weihnachtsmann. Vielleicht müssen wir ihm ein cooles Anker-Tattoo malen. Der kriegt auch noch, der hat so ein richtiges Outfit, der kriegt auch noch die passenden Augen. Oh nein. Oh gut, jetzt habe ich schon wieder fast dieses Dings da verpasst. Oh, das ist aber voll cool, ich will auch so ein Buch. Ja, die sind nicht schlecht und ich glaube, die haben beide 10 Euro gekostet. Also nicht so teuer, kann man easy kaufen. So, jetzt ist hier meine Augenbrauen verloren gegangen. Oh, meine Katze ist daheim, sie schreit vor der Tür. Miau, miau, lass mich rein. Vielleicht hört ihr sie. Meine Katze schreit wie ein Schaf. So, jetzt machen wir mal den Kopf weg, um zu gucken, wie das ganze Ding aussieht. Unser Mann hier, ob das cool ist oder nicht. Man denkt gerade, das arme Tier. Das wird ja total ausgesetzt und so, aber... Das ist unser... Wie gefällt euch unser Bartmann? Na, nach außen stehende Striche. Die Sarah hat eine Rose geschickt. Vielen lieben Dank. Nach außen stehende Striche. Ja, der sieht schon komisch aus. Der sieht irgendwie aus, als ob er so einen genetischen Defekt hat und ganz viele Haare hat jetzt. Okay, lass mal das zurückmachen. Was schreit die denn jetzt da draußen rum, die Katze? Die soll doch jetzt draußen bleiben. Schönes Wetter. Okay, dann mach mal nochmal Option 2. Wow, erstes Geschenk. Wer hat es geschickt? Hier ein Mayo. Nee, das falsche Logo. Ich muss kurz die Katze reinlassen, die hört nicht auf zu schreien. Moment. Komm, uns die Pflaume. Komm. Ja. Die schreit draußen, wunderschönes Wetter, es ist warm. Sie hat gerade was gefuttert. Die schreit, als ob die draußen im Schnee ausgesperrt wäre, seit Tagen nichts zu fressen hat. Also, Bonbons, du stehst in meinem Bild. So. Warte, für die außenabstehenden Striche muss ich kurz auf der Skizze... Ah, nein, warte, das geht ja wieder nicht. Meine Skizze ist ja schon voll. Dann lass mal kurz auf die Tierebene. Ich muss kurz die Außenlinie vom Bart andeuten. Irgendwie so. So ein Bart hat ja keinen. Aber egal, also wir machen mal so. Tierebene, merken wir uns. Und auf Ebene 3 mache ich jetzt diese Striche. Den Mund lasse ich jetzt mal so frei. Oh, das sieht cool aus. Und jetzt machen wir den auf der Tierebene das Ding weg. Hey, der sieht lustig aus. Also ich weiß nicht genau, sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie ein...
wie ein Stachelschwein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das machen kann. Seine Haare könnte man noch wie Schafswolle aussehen lassen, hat die Melissa vorgeschlagen. Dann hat eben dieses, ich kann das Profilbild nicht erkennen, von dem, der eine Rose geschickt hat, mit dem Grünen. Ja, langbärtige auf der Treppe oben, Bahnhängen bis zum Shop. Ja, was für eine coole Idee. Ich kann tausend Dinge zeichnen, gibt es auch digital. Ah, cool, ist ja auch eine gute Idee. Typisch, Katzen haben immer so ein, hab schon ein Praktikum im Tierheim angeboten, dass sie checkt, wie gut sie es hat. Ja, die sind so, also meine Katze ist auch, die, wenn du die draußen schreien hörst, da denke ich irgendwie, die wird aufgespießt oder so und die verhungert und keine Ahnung was. Und die schreit, die hört ja auch nicht auf, die schreit die ganze Nachbarschaft zusammen. Da muss ich die ja irgendwann reinlassen, weil sonst kriege ich noch Ärger, weil meine Katze da so ein Theater draußen macht. So, jetzt, was habe ich jetzt an den Radierer? Jetzt mach mal dem ein cooles. Und ihr wisst ja nicht, meine Katze hat ja edles Katzenfutter natürlich. Und weil das gerade aus ist und ich warte auf die neue Lagerung, habe ich halt ihr Hühnchen vom Geschäft geholt. Also einfach Hühnchenfleisch, oder? Weil sonst muss ich jetzt ganz viel Katzenfutter kaufen, wieder so ein Zehnerpack, das sie dann eh wieder nicht frisst. Da habe ich gedacht, komm, ich hole einfach Hühnchen. Also so viel zu meiner Katze und wie gut es ihr geht. Und trotzdem sitzt sie da draußen und schreit rum. So, okay, also, das sieht cool aus. Jemand hat es live geteilt. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe die Kindle-App auf dem iPad, auf Samsung-Handy. Funktioniert immer sehr cool. Jetzt kann ich das lesen. Marmeladenbrot ist das mit dem Grünen. Er oder sie hat einen Tofu geschickt. Wow, Dankeschön für das Tofu. Oh, was mache ich eigentlich heute die ganze Zeit mit meinen Ebenen? Okay, lass mal auf Gebäudeebene. Radieren. Ich habe sie der Rückgänge gemacht. Ein Glück. Okay. Also, hier haben wir unseren. Ich glaube, ich male den so ein bisschen so Muskelman-mäßig später. Okay, aber wir haben jetzt erstmal den Bart. Und jetzt braucht er natürlich noch Haare. Jetzt ist einfach die Frage, ob wir die Haare genauso machen. Oder wie wir dem die. Oder. Das gibt es ja auch oft. Finde ich persönlich nicht so schön. Aber die haben keine Haare, aber einen Bart. Könnte er auch haben. Der könnte hier so abrasierte Haare haben. So, und ganz wuselige Augenbrauen. So könnte der doch aussehen. Jetzt ist einfach die Frage, ob ich dem seinen Kopf hier unterm Bart wegmachen soll oder nicht. Okay, soll mal wegmachen? Jetzt muss ich mal schnell lesen, was hier steht. Katzenlogik. Der XXXL Luxus-Kratzbaum ist ganz nett, aber diese zerfetzte Karton ist das Beste. Das stimmt wirklich. Marmeladenbrot, eine Rose, ein Flammenherz und ein luftiges Herz geschickt. Wow, und noch viel mehr. Ein TikTok und ein Eiswaffel. Eine Eiswaffel. Hat Musik abspielen gesendet. Vielen lieben Dank. Ein Mann mit einem französischen Schnurrbart. Sehr coole Idee. Und ein Glücksschweinchen geschickt. Wow, hey, Marmeladenbrot. Vielen lieben tausend Dank. Das ist voll nett. Katzen sind ja auch 5-mal am Tag den Hungertod ganz nah. Ja, meine Katze ist auf jeden Fall dem Hungertod ganz nah. Immer wenn ich im Bett liege und schlafe. Okay, jetzt mach mal kurz die Skizze, weil euer Barbershop finde ich jetzt richtig cool. Richtig coole Idee. Hey, Marmeladenbrot, vielen lieben Dank. Das ist voll cool. Also, wisst ihr das mal, wir machen da so einen coolen Laden. Halt. Ich werde die nicht mehr alle heute malen, aber morgen. Und zwar machen wir hier nur coole Männer, die alle noch cooler dastehen. Und die haben alle lustige. Nee, der. Doch, den. Da machen wir den mit dem Franzbart. Und einem Baguette, damit TikTok wieder was sperren kann, weil es nicht der Community-Standards entspricht. Das darf man nämlich nicht machen. Franzosen darf man nicht mit einem Baguette malen. Das ist die in eine Schublade stecken, obwohl ich das witzig finde. Warum auch nicht? Ich hätte nichts dagegen, wenn jemand ein deutsches Männchen in der Lederhose oder mit einem Wurstsalat malt. So, okay, also dann machen wir hier den Franzman. Und dann machen wir hier Gandalf. oh, wisst ihr, wo ich wohne? Oder wo ich ganz in der Nähe bin. Hier ist ein Pub in der Nähe und es gehört, der Pub gehört dem Schauspieler von Gandalf. Der Schauspieler von Gandalf. Ihr wisst, was ich meine.
Sir Ian Mac irgendwas. Ich habe seinen Namen vergessen. Und der wohnt anscheinend über dem Pub. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich über dem Pub wohnt. Aber ich fand die Schafswolle schöner. Dann machen wir noch einen mit Schafwolle. Das ist gar kein Problem. Also mit dem Kratzbaum. warte, wir machen jetzt mal schnell Gandalf. Mit seinem Bart. Und dann kriegt er eine riesige Brille oder so. Das können wir uns dann noch überlegen. Auf jeden Fall hat er einen Bart, der bis nach oben... Das ist so eine coole Idee. Nee, wir müssen den Gandalf hier hinstellen. Ich mache das jetzt nur mal schnell so. Der hat auch einen Oberbart, der ist so, oder wie das heißt, so ein Lippenbart. Und hier ist sein Bart. Oh, das sieht so cool aus. Ich überlege, ob wir da jemand... Ob wir da eine kleine Leiter hinmachen sollen, wo die stehen und die versuchen, den Bart zu schneiden. Wie eine Hecke, weißt du, das ist natürlich der Barber, der hat auch einen lustigen Bart. Francesco. Oh, dann könnte man so eine schöne französische Frisur malen. Also es ist doch ein Franzose jetzt, der hier der Barber ist. Brauchen wir einen anderen Namen, aber macht nichts. So, da könnte man das so machen auf so eine kleine Leiter. Ich hoffe, ihr kennt es noch in meiner Skizze. Das ist ja voll geil, das gefällt mir jetzt richtig gut. Richtig lustige, ein Mann mit Lockenwig. Oh mein Gott, wie lange streamst du heute? Ich weiß noch nicht genau, auf jeden Fall eigentlich wollte ich gar nicht so lang machen, aber tipp gerne alle doppelt auf den Bildschirm für Likes. Dankeschön, danke, danke, danke. Jetzt warte den Lockenwickler schnell. Die gleiche Sache müssen wir dann noch für unseren Friseursalon da unten machen. Okay, jetzt machen wir, wo machen wir den Mann mit den Lockenwinkeln am Bart? Den stellen wir auch hier hin. Der wartet. Also ich mache jetzt nur schnell so als Skizze, damit ich das nicht vergesse für morgen. Und dann will ich noch so ein Piratenbart malen morgen. Oh Mann, was für eine coole Idee. Nächstes Mal malen wir Wimmelbild Barbershop. So, hier haben wir einen Lockenwickler im Bart. Manche machen wir aber auch so aufgewickelt. Also manche sind schon oben und die anderen sind ein bisschen weiter unten. Oje, mein iPad bleibt ein Geist auf. Vor lauter Excitement. So, und der hat hier die Augen. Ja, der kriegt Gurken auf die Augen. Oder eigentlich haben die immer so ein heißes Tuch im Gesicht. Mann, das wird so cool. Und dann können wir den vielleicht noch irgendwie hinsetzen oder so. Das müssen wir überlegen. Dann haben wir hier die Bartleute, das finde ich gut. Und hier können wir noch einen, weil ihr wisst ja, man darf nie auf eine Leiter steigen, ohne dass nicht jemand anders die Leiter hält. Also haben wir hier auch noch einen und der kriegt so einen lustigen bayerischer Bart. Der Uwe hat auch so einen Bart. Das ist der Hausmeister Franz. So, und der hält hier die Leiter, damit ja auch niemand runterfliegt. Oh Mann, was für coole Ideen, das ist so, das gefällt mir richtig gut. Und der Gandalf da oben noch. So, richtig cool, richtig mega cool, wow. Machst du bitte auch das Wimmelbild im Wimmelbild. Das können wir ja bei der Biki in den Laden hängen. Das Problem ist, beim Wimmelbild im Wimmelbild, ich mache das hier mal hin, ne? Aber ich kann das natürlich erst zum Schluss einfügen, wenn ich dann das Wimmelbild fertig habe. Weil jetzt kann ich es ja noch nicht einfügen, weil... Ich bin noch nicht fertig. So, das hängen wir hier hin und da fügen wir das dann ein. Und das mache ich auf die Skizze. Wimmelbild, damit ich das nicht vergesse. Das ist eine coole Idee. Und dann will ich auch, hier müssen wir noch schöne Blumen reinmachen, finde ich, dass es schön wird. Das mache ich mal als Skizze. Wow, und Marmeladenbrot hat noch mehr geschickt. Ey, langsam kriege ich Hunger. Erstens mal auf Marmeladenbrot und zweitens wollen wir dem einen nicht ein Backenbart geben. Melissa, ja, das können wir machen. Aber ich weiß gar nicht, was ein Backenbart ist. Was ist ein Backenbart? Ich brauche mehr Explanation, please. Hey, vielen lieben Dank, Marmeladenbrot. Ein Dido und ein Donut. Oh, jetzt hätte ich gerne einen Donut.
Ich habe nicht gefrühstückt. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Lass mal. Hey, wollen wir meine neue Uhr sehen? Kann man das überhaupt erkennen? Ist so dunkel. Warum ist es so dunkel? Diese Uhr heißt, wo ist überhaupt mein Licht? Nicht hier. A lazy afternoon. Guck mal, wie cool. Die Frau ist der Hauptzeiger und das Entchen, das da schwimmt, ist der Kleine. Eine sehr schöne. Ah, hier steht's ja. A perfect useless afternoon. Und da ist so eine kleine Ente hinten drauf. Cool, oder? Okay, so ein kitschigen Comic-Backenbart. Meint ihr sowas? Ich habe mal sowas gemalt. Ist das ein Back? Ah nein, das sind ja die Haare, das war kein Bart. Sorry, vergesst wieder, was ich gesagt habe. Oder ist ein Backenbart, was hier an der Seite so ist? Sowas? Für alle, die malen mit Procreate, als Tipp, um Ebene schnell zu finden, die man, weil indem man auf den Strich bleibt, den man sucht, auf der Ebene und dann Schraubenschlüsseleinstellung, Gestensteuerung, Ebeneauswahl. Das muss ich nämlich machen. Das habe ich, glaube ich, nicht eingestellt. Gestensteuerung? Oh mein Gott. Ein Finger auf die Leinwand halten, leert die Ebene, um Gottes Willen. Mit drei Fingern hin und her. Oh, aber das checke ich gar nicht. Okay, also das wollte ich jetzt eigentlich sowieso nicht. Ich wollte ja was anderes. Das Zeichnen mit dem Fingererfolg immer. Was habe ich jetzt? Ich will das überhaupt also gar nicht haben. Ich will jetzt das, was hat sie jetzt geschrieben? Ich weiß, Wolverine hat ein Backenbart, quasi XXL. Danke für die Beschreibung. Das ist sehr gut. Ein Schraubenschlüssel, Gestensteuerung, Ebenenauswahl, berühren und halten. Ah, here we go. Berühren und halten, schalte ich mir mal an. Fertig, jetzt testen wir das gleich mal. Das ist natürlich schwierig, ich habe natürlich so Outlines. Hey. Es kommt nur nicht mal mehr dieses Ding. Früher hatte ich das, jetzt habe ich doch was nicht so Gutes gemacht. Früher hatte ich nämlich dieses, oh, da war's. Gebäude, oh mein Gott. Tier. Es erkennt mein Finger nicht. Okay, wow, das ist ja cool, Kritzeldittel. Vielen lieben Dank. Stift. Aha. Gut, alles, was passiert ist, dass ich jetzt einen Strich gemacht habe. Aber also im Prinzip klappt es ein bisschen. Aber leider habe ich jetzt mein Farbding abgeschalten, oder nicht? Weil ich habe das immer als Farbpipette benutzt. Wow, guck mal. Zwei Ebenen. Oh mein Gott. Das ist ja, perfekt. Das ist ja genau das, was ich gesucht habe in meinem Durcheinander hier vor aller XXL-Bärte. Jetzt muss man schnell zurück auf die ebene Skizze. Weil da machen wir hier den XXL-Backenbart, die ich übrigens eher nicht so cool finde. Mach mal dem hier hin und der steht dann auch hier irgendwo. Nicht hier, weil sonst steht er ja vor dem Mauseloch, aber den mal irgendwo hin. So, hey Leute, jetzt muss ich Schluss machen. Ich habe nämlich wirklich Hunger jetzt, ich habe noch nicht gefrühstückt. Vielen tausend Dank, das hat so viel Spaß gemacht hier, die coolen Bart-Heinis. Die werden so witzig, wenn es fertig ist. Es wird richtig, richtig cool. Da können nämlich all die Frauen, die hier trinken gehen, die können da ihren Mann unten abladen und dann geht er da mit den anderen Männern da in den Barbershop. Und außerdem war es ja eh leer, von daher ist es eine richtig schöne Idee. Oh Mann, das gefällt mir richtig gut jetzt. Das hat voll viel Spaß gemacht heute mit euch. Vielen lieben Dank, ich freue mich mega, wenn wir uns morgen wiedersehen. Shelly sagt danke für den Tipp. Ja, genau. Vielleicht kann man das mit der Pipette ergänzen. Das wäre cool, das muss ich mal nachschauen. Schön war es, sagt die Kritzelditzel. Fand ich auch mit euch, es war super, super cool. Partynudel, danke, dass du da warst. Shelly, danke, dass du da warst. Marmeladenbrot, vielen, vielen lieben Dank. Für alle Live-Geschenke und auch all die anderen Leute, die Live-Geschenke gemacht haben. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, morgen geht's weiter und dann sehen wir uns auch am Montagabend wieder. Ein schönes Wochenende euch allen. Genau, sagt Kritzeldissel. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende und bis, oh Yassi, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, Mario.